Ich bin Timo Bolt aus der Schweiz und trete hier als Steinmetz an. Ich habe eine Schrift gehauen auf einer Basis. Mit verschiedenen Methoden habe ich versucht, mich am Profil zu nähern. Deswegen habe ich vielfach auch nur geschabt, mit dem Meißel etwas Stein abgekratzt sozusagen. Mein Name ist Jean-Luc Braun, ich komme aus der Schweiz und bin Experte für den Beruf Steinmetz. Wir haben ja gewusst, was in etwa kommen wird. Das Projekt wurde aber von den Experten hier um mindestens 30% verändert. Und er hat natürlich das geübt, was hier mehr oder weniger jetzt angekommen ist oder was verlangt wird. Der Stein hier ist sehr mürbe und sehr weich. Das kann man hier. Es ist auch von Vorteil, wenn man das so kann verarbeiten. Zumal auch, wenn man mit dem Presslufthammer zu schnell hineingeht, dann hat man zu schnell auch wieder verstochen. Unterstochen, also das heißt unter das Niveau. Ist bis jetzt ohne große Fehler über die Bühne gegangen. Vom Zeitlimit her sind wir noch drin. Es ist auch erst ein knapper Viertel der Zeit eingesetzt worden, die im Gesamten zur Verfügung steht. Ich habe zumal nicht das Maß eingehalten. Ich habe schlecht eingezeichnet. Man reißt zuerst das an, was heraus muss, was man wegspitzen will. Und ich habe da etwas schlecht gearbeitet und somit auf das falsche Niveau eigentlich gearbeitet. Und wenn man im Nachhinein die Schablone heranhält, dass ja ein Messpunkt, ein Referenzpunkt sein soll, die Schablone, stimmt es dann nicht. Zu tief ist zu tief. Und, ich kann es eigentlich noch etwas ausgleichen oder anpassen mit den genauen Stellen. Denn ich habe hier eine tiefe Stelle und da ist die exakte Stelle und das muss irgendwie dann auch noch stimmen, in einer Flucht sein. Und ich muss dann nur noch so eigentlich auskorrigieren. Ich will natürlich Gold. Mein Ziel ist Gold. Jetzt auch beim zweiten Stück, das ich jetzt morgen anfange, ist ganz klar, ich will gewinnen. Ich will dieses Stück gut, besser machen als die Basis. Wir arbeiten daran, wie alle anderen Teilnehmer wahrscheinlich auch. Und jeder würde sich freuen. Und ich würde mich für meine Kandidaten freuen. Und wir werden schauen. Ich bin so frech und sage, ich werde gewinnen und deswegen schneide ich die Schweiz gut ab.